Jo, heute mal wieder bei den Bienen. Die Oxalsäurestreifen sind ja noch in den Völkern und in 4 Tagen wären die eigentlich fällig zum Rausnehmen, da wären die 6 Wochen vorbei. Aber da das Wetter wohl kühler werden soll und heute der schönste Tag ist, mache ich das heute und verzichte auf die 4 Tage dann noch. Und dann gucke ich gleich noch mal, ob die schon brutlos sind. Hatte ich meistens um die Zeit hier, also im Oktober. Die Ableger hier, die müssen, muss ich noch nach Futter gucken, ob die noch also genügend Futter haben. Wenn nicht, nochmal nachfüttern, versuchen zumindest. Jo, das ist angesagt heute. An einem schönen sonnigen Herbsttag. Ja, das hier der andere 5-Warm-Ableger, den ich da zusammengestellt habe aus den Begattungseinheiten. Der ist auch sehr aktiv. Kommt Pollen rein. Die werden noch Brut haben, die Ableger. Hier in der Stopperhive muss ich auch gucken, weil die hatten ja auch Streifen bekommen. Ziemliche Aktivitäten hier am Flugloch, das habe ich auch ein bisschen verkleinert. Weil das war ein bisschen schwächlich. Was schwächlich? Also die waren nicht so stark. Jo, das machen wir jetzt. So, dann gucken wir mal rein, holen die Streifen raus und machen uns gerade einen Überblick, wie die Brutlage ist, also ob noch gebrütet wird. Die Stärke, Einwanderungsstärke. Auf geht's.
Jo, das Volk ist leider nicht sehr stark. Es brütet noch. Ich habe jetzt auf 3 Waben Brut gesehen, so handflächengroß. Wollen wir mal hoffen, dass das durchkommt. Futter haben sie genug. Müssen wir beobachten. So, mache ich wieder zu und dann geht es an die anderen Völker mit den Streifen. An den Streifen kann man auch gut erkennen, die hier drin hängen, dass die halt nicht so stark waren, weil die sind kaum bearbeitet, abgeknabbert. Sind bloß irgendwie, da sieht man die Kristalle, die Oxalsäure, irgendwie ein bisschen ausgeflockt oder wie man dazu sagen soll. Ja.
Das hier ist eine Schublade von dem Einvolk, was ich mit Streifen behandelt habe. Oder ja, Spätsommerbehandlung kann man dazu sagen. Ich habe den Gemüll mal absichtlich, der ist jetzt, glaube ich, 4 Wochen. Ich hatte am Anfang mal ein oder zweimal sauber gemacht und dann habe ich ihn, also 4 Wochen ist er bestimmt jetzt drauf. Und man kann vereinzelt, also nicht die Masse an Varroa erkennen, sind wahrscheinlich auch schon welche abgeräumt von irgendwelchen Viechern, keine Ahnung. Sagt man ja so. Aber es sind noch ein paar zu erkennen. Wie gesagt, nicht die Masse, wie bei so bei der Sommerbehandlung. Aber hier und da. Den haben sie ganz gut bearbeitet hier. Da sind auch die, wo die vielen Krümel sind, unten auf der, auf dem Einschub da, auf der Windel. Also von Brutfreiheit kann keine Rede sein. Die haben noch ordentlich, also zumindest verdeckelt. Also stifte sich auch noch. Ja, das waren die drei Völker, die ich noch mit, also das Top-Bereich und die zwei Wirtschaftsvölker, die ich mit den Streifen im Anfang September, 1. oder 2. da habe ich angefangen. 6 Wochen wären nächste Woche um. Aber da es kälter wird, wie gesagt, mache ich die jetzt schon raus. Da habe ich keine Lust mehr nachher, da alles auseinanderzureißen.
Ja, jetzt mache ich das wieder zu und dann schauen wir weiter. Das ist das andere Volk, wo die Streifen drin sind. Hier sieht man schön, wie sie die Streifen zerkleinern und zerbröseln und die dann durchs Gitter fallen. Und hier sind auch Milben. So, bei dem Volk sehen die Streifen identisch aus. Sind auch so auskristallisiert, das hatte ich letztes Jahr nicht. Gut, da habe ich um die Zeit keine Behandlung gemacht. Werde ich auch nächstes Jahr nicht mehr machen, weil ich habe keine Lust, hier um die Zeit die Völker aufzumachen. Hat man ja gesehen, wie schwer die Dinger da raus sind, rausgehen. Gut, den haben die hier ein bisschen bearbeitet. Aber auch nicht die Masse. So, nee, das mache ich nächstes Jahr nicht mehr. Im September. Ich werde jetzt noch mal, die kriegen jetzt noch mal Dampf. Ich glaube hier Mitte, nächste Woche oder übernächste Woche. Und dann gucken wir mal, was da noch fällt. So, hier in den Doppelableger habe ich auch noch die Streifen drin, die muss ich jetzt auch noch rausmachen. Aber die haben sich gut entwickelt. Die werden auch noch brüten. Fuddelkran. So, die Streifen sind draußen. Jetzt gucke ich noch nach Futter. Aber von oben sieht es ganz gut aus. Ich sehe ein paar Futterkränze, viele Bienen.
Ja, die haben noch ein bisschen Platz. Die kriegen noch eine Tüte voll Futter. Den haben sie gut abgenagt, wie so eine Moorrübe.
Dann können wir noch mal auf die Windel schauen bei den Ablegern. Nummer 1. Achso, ja, die habe ich ja erst. Ich glaube am Wochenende. Oh, da liegen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schön ein paar Milben drauf. Aber die habe ich immer sauber gemacht, wenn ich hier war. Und das ist von dem anderen Volk, von den anderen Ableger. Da sieht man da, wo die Moorrübe, da liegt das ganze Zeug. Und Milben mit dabei. Jo. Okay. Jo, es wird wieder Frühling, der Löwenzahn fängt an zu blühen. So, jetzt schauen wir hier noch in den 5 Warmableger. Ob der noch Futter braucht. Und da habe ich, glaube ich, auch einen Streifen reingemacht. Den hatte ich noch übrig, oder 2 Streifen. Die mache ich jetzt auch raus. Doch, 3. Nee, habe ich auch 3 reingemacht. Mache ich jetzt raus und guck nach Futter. So, hab alles gesehen, was ich wollte. Die kriegen noch Futter, brüten noch ordentlich. Jo. So, jetzt bin ich durch.
die Ableger gefüttert, die Streifen raus. Jetzt kehrt Ruhe ein auf dem Stand. Gibt eigentlich nichts mehr zu tun. Gucken kann man ab und zu mal am Flugloch, Mäusegitter oder halt dementsprechend großes Flugloch, passendes, damit keine Maus durchkommt. Dementsprechend kommen auch Wespen. Jetzt kommen sie. Ganz im Jahr sieht man sie nicht und jetzt kommen sie an. Großartigen Flugverkehr gibt es auch nicht mehr. Obwohl halt schön ist. Also es geht alles auf Wintervorbereitung. Schauen wir mal, was uns das nächste Jahr bringt. Hoffentlich ein bisschen mehr Honig. Gut. Dann danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.